Der nachfolgende Spot wird Ihnen präsentiert von Oskar am Freitag, dem Lokalmagazin für Gotha und den Landkreis. Es war das nunmehr 20. Gothaer Schlossmeeting und das zweite im Rosengarten, super gelegen zwischen dem Herzoglichen Museum und dem Schloss Friedenstein. Von der super Location zu super Sportlern, die waren natürlich auch da. Beispielsweise die deutsche Meisterin im Kugelstoßen, Sarah Gambetta. Sie gewann in Gotha und kam auf eine Weite von 18,46 Meter und war damit rund einen halben Meter besser als zur Meisterschaft. Ich glaube, der Knoten ist jetzt ein bisschen geplatzt, auch technisch, und das freut mich. Wie geht die Saison weiter? Ich habe jetzt noch einen Wettkampf in Böhmenkirch, dann mache ich Trainingslager oder beziehungsweise Wettkampfvorbereitungen für London. Andy Dittmar organisiert mit seinem Team Jahr für Jahr das Meeting und kam selbst auf eine sehr zufriedenstellende Weite von 18,38 Meter. Das ist zwar 8 cm weniger als Sarah Gambetta, allerdings wiegt ihre Kugel 4 Kilogramm, die von Andy 7,57, also genau 16 Pfund. Schwer zu sagen, was die größere Leistung ist, wieder die berühmte 18 vorm Komma oder das Meeting-Jubiläum. So ein großes Ereignis funktioniert nur, wenn es einen Sportler gibt, der sich voll damit identifiziert, und Andy Dittmar tut das nun seit über 2 Jahrzehnten, und ich wünsche mir nur eins, er soll es ewig machen. Auch die Rollstuhlfahrer zeigten sich wie immer dem gut gelaunten Publikum. Bei ihnen gewann Nils Paschold hier im Bild mit 8,45 vor Marco Pompe mit genau 8 Metern. Und auch absolute Kugelstoß-Ikonen hatten Zeit, nach Gotha zu reisen. Hier ist Andy Dittmar im Gespräch mit Udo Bayer. Wir waren schon beim Kugelstoß-Meeting hier, wo es noch oben stattgefunden hat. Und ich sag mal, wenn Andy anruft, dann funktioniert das, ne? Also das ist noch so die alte Connection, die man hat. Ulf Timmermann ist heute auch dabei. Ihre aktiven Laufbahnen haben sich ja überschnitten. Waren Sie Freunde oder Konkurrenten? Wie kann man das sagen? Wir waren sehr große Konkurrenten, haben aber darüber nicht vergessen, dass es nur Sport ist. Ja. Das Menschliche ist bei uns immer im Mittelpunkt gewesen. Wir sind Freunde, wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich fand es nicht so schlau, wo er mich die ersten Wettkämpfe geschlagen hat. Und es ist aber doch so, dass es da nicht irgendwie eine, sagen wir mal, eine Aggression gegenüber gab. Das war nicht gewesen. Wir verstehen uns beide nach wie vor gut. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Solche Wettkämpfe, die speziell, also sagen wir mal, Weitsprung-Meeting oder Kugelschuss-Meeting, wo eben solche Disziplinen im Mittelpunkt stehen, die sind schon genial, weil die einfach auch nochmal anspornen. Der Andy sagt immer wieder, das ist eine richtige familiäre Sache hier. Können Sie das bestätigen? Ich bin das erste Mal hier, aber ich sag mal so, am Ende ist es ja so, es treffen sich auch viele ältere Kollegen, die früher mit dabei waren, und so spricht man auch mit den Jüngeren, und das ist schon so ein bisschen familiäres Verhältnis ist es schon, ja. Von den Athleten von damals zu den aktuellen, das ist Erik Milrath mit der Drehstoßtechnik und das ist der beste deutsche Kugelstoßer seiner Zeit, David Stoll. Auch er wurde kürzlich in Erfurt deutscher Meister, übertraf zum Schlossmeeting seine Erfurter Siegesweite um bald einen ganzen Meter, neuer Meetingrekord 21,87. Ja, ich habe schon zu Ende gesagt, irgendwann lässt sich es nicht mehr vermeiden, dass ich mal in Gotha eine 22 auspacke. Ich sag mal so, es war der erste richtig hochwertige Wettkampf jetzt im WM-Jahr. Und ich denke mal, dass das eine richtig gute Ausgangssituation ist. Allein die Leistungsentwicklung jetzt von Halle mit der 2063 über die deutsche Meisterschaft, wo ich nicht ganz so zufrieden war. Aber ich denke mal, das letzte Wochenende und auch heute war eine richtige Reaktion auf die 2098. Und ich sage mal, wenn die Steigerungsraten so weitergehen, kann man ganz schön was erwarten. Der Favorit David Stoll aus Leipzig gewann also vor Jan Jeuschede und Dennis Lefke. Das ist der Michael Mertens und er ist jetzt zuständig bei VW in Wolfsburg für die weltweiten Rückrufaktionen. Das heißt, er kriegt heute einen Anruf, ja, ganz schön was zu tun, und darf morgen mal nach Shanghai und danach nach Rio und dann fährt er mal kurz nach Gotha. Nicht schlecht. Und was man bei ihm noch sagen muss, der Junge ist inzwischen 53 Jahre alt. Wie alt bist du? 43, auch gut. Hast du ja noch 10 Jahre. Machst du es in 10 Jahren noch das Schlossmeeting, Andy? Das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Es ist immer wieder ein ganz schöner Kraftakt, das Ganze zu produzieren. Dieses Jahr wollten wir extra nochmal einen drauflegen in Sachen Jubiläum. Mhm. Das ist uns gelungen, sowohl mit Leistung, mit Stimmung, Zuschauern, Wetter. Es hat alles gepasst. Es war echt so das i-Tüpfelchen. Und wenn das alles noch wird, vielleicht machen wir das in 10 Jahren auch noch. Versprechen mag ich es dann wirklich nicht. Andy, genau, wir gehen einfach mal in die Gegenwart und nicht in die Zukunft. 20 Jahre, Mensch, das ist ja schon eine ganz schöne Sache. Und heute hat alles geklappt. Geregnet hat es nicht, wie das eigentlich Tradition ist beim Schlossmeeting. So, 21,87. Sag mal was dazu.
Sensationell, das ist genau das, was wir heute brauchten. Wir haben Stollis extra gestern Abend angereist, damit wir schon einen netten Abend hatten, ohne viel Alkohol, ohne lange zu sitzen. Wirklich? Wirklich, um das Ding hier richtig vorzubereiten. Ja. Und da war so richtig heiß und hat gesagt, heute, ich knack den Meeting-Rekord und wollte fast noch ein Stückchen weiter stoßen. Für ihn war das Wichtigste, 3 Wochen vor der WM ein Signal an die Amis zu schicken. Und das ist ihm ganz deutlich gelungen. Leistung bestätigt. Absolut. Und wenn man die ganzen Kenner hier sieht, da Szenen, die sagen, da geht noch mehr. Indy, was erwartet uns denn im nächsten Jahr? 22 Meter? Wenn es nach Stolli geht, hat er gesagt, Gotha darf nicht eher aufhören, bis ich hier bei euch eine 22 geknackt habe. Und dann müssen wir halt noch ein bisschen weitermachen. Ja, müssen wir ja eigentlich schon hoffen, dass er nie die 22 schafft. Hier in Gotha, ja, das wäre für uns natürlich schön. Das ist richtig. Indy, wir wollen mal ein bisschen familiär werden. Die ganzen Jungs, die haben gesagt, das ist hier eine richtig freundschaftliche, familiäre Sache. Und genauso ist es eigentlich auch gedacht, oder? Genau so ist es. Und das sieht man, welchen Spaß hier die ehemaligen haben. Wir werden dann sitzen, schön bei Thüringer Grillbrette und Spanferkel und in Gedankenschwelgen, wie das früher hier mal war. Es ist inzwischen unser 4. Standort und da sind Jungs dabei, die haben alle 4 Standorte erlebt. Und das ist genau das, was dieses Meeting ausmacht. Nah dran, freundschaftlich, Spaß haben, aus dieser weniger Verbissenheit Weltklasseleistung erzeugen. Das ist das, was Gotha Schlossmeeting einmalig macht. Andy, dir steht das Schlusswort zu. Das Schlosswort steht mir zu, das Schlosswort. Ja, ich muss danke schön an die, die das mitorganisieren, die sie genauso verrückt sind, 20 Jahre lang so ein Ding mitzumachen. Ja. Danke an Udo und Ulf, die selbst hier nie gestoßen haben, aber das sind 2 Olympiasieger zum Anfassen, die unser Meeting geadelt haben. Mhm. Und genau das haben wir verdient. Wir sind ja weltweit eines der schönsten Meetings. Und da können wir uns selbst auf die Schultern klopfen, froh sein und sagen, weiter geht's. Glückwunsch dazu, danke.